Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute zwei unserer neuen Spielsachen vorstellen. Die hatte ich schon kurz in meinem Oldschool Unpacking Video gezeigt. Und zwar geht es zum einen um Laura Hungry. Das ist eine Softkörperpuppe, was ich sehr, sehr schön finde für Kinder, gerade noch so in Sveas Alter. Und Svea ist wirklich so eine klassische Puppenmama. Das ist einfach so gekommen. Das habe ich nicht irgendwie beeinflusst. Sie hat jetzt mittlerweile 4 Puppen. Und das ist wirklich das, was sie so am schönsten spielt. Mit ihren noch nicht ganz 3 Jahren ist das auch was völlig Normales, dass sie noch nicht so großartig allein spielt. Aber wenn sie allein spielt, dann mit ihren Puppen. Dass sie sie hin und her trägt, dass sie ihnen irgendwo ein Bettchen macht. Und dann muss ich auch ganz leise sein und aus dem Raum gehen, weil die Puppe jetzt schläft. Und die Puppe wird auch gerne mal überall mit hingenommen und an Orte gelegt, an die man jetzt nicht unbedingt eine Puppe eigentlich legen würde. Und die meiste Zeit sind ihre Puppen nackt, warum auch immer. Für dieses Video habe ich die Puppe allerdings mal angezogen. Das ist Laura Hungry. Und Laura kommt mit diesem Kleidungsstück, also einer Mütze, einem T-Shirt und einer kurzen Hose. Und das Schöne an Laura Hungry, was mir am besten gefallen hat, ich glaube, jeder kennt diese Baby Bonds, die man füttern kann. Ein Graus für mich. Ich hoffe, wir haben niemals so eine Puppe im Haushalt. Ich glaube, meine Schwester hatte früher so eine Babyborn und ich glaube auch, wir haben die nie gefüttert. Am besten erzählt man das seinen Kindern gar nicht, dass die das können. Weil dann muss man mit irgendeinem Pulver irgendeine Matsche anrühren und dann kommt das ja bei der Babyborn hoffentlich auch wieder raus. Oder sie schimmelt halt innen drin, keine Ahnung. Bei Laura ist das viel, 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 viel schöner, finde ich. Also die hat halt zum einen einen Teller dabei und einen Löffel. Und auf diesen Löffel kann man Essen schieben. Achtung, Magic. Zack. So, zack, Essen auf dem Löffel. So, schiebt man jetzt die Laura rein. Die isst das. Zack, nichts mehr auf dem Löffel. Das finde ich viel, viel schöner. Das ist viel, viel weniger eklig, aufwendig. So gehört das. So, natürlich hat Laura auch einen Schnuller und ein Fläschchen. Und auch hier, das kommt da nicht raus, das bleibt da schön drin. Blubbert aber so ein bisschen vor sich her. Das reicht für kleine Kinder auch. Die müssen ihre Puppe nicht wirklich mit Wasser füttern. Ich glaube, bei Babyborn war es Wasser. Ich finde das viel, 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 viel besser und schöner. Aber es gehört halt auch so ein bisschen Tamtam so mit dazu, ne? Also die wollen die dann halt auch füttern und ihren Schnuller geben und ihr eine Windel ummachen und. Das gehört ja auch alles dazu. Deswegen finde ich das schon schön, dass es diese Möglichkeiten einfach gibt, dass man auch dieses Accessoire, diese Accessoires dabei hat. Aber wie gesagt, in dieser Form und in dieser Form finde ich das viel, 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 viel schöner und angenehmer. So, das war das neue Spielzeug von Svea. Und wenn jemand fragt, ja, meine Kinder bekommen sowas gerne auch mal zwischendurch, weil ich es kann. Und jetzt zeige ich euch, was es Neues für Vince gab. Das ist ein bisschen größer und unhandlicher. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier so mache. Für Vince gab es von den PJ Masks, also das sind ja diese kleinen Kinder aus der Fernsehserie, die sich abends, wenn sie ihre Pyjamas anziehen, in Superhelden verwandeln. Und das gucken meine Kinder sehr, sehr gerne. Und wir haben jetzt das Hauptquartier. Da drin stehen auch die ganzen Autos. Irgendwie habe ich heute den Gecko nicht gefunden. Der ist ja normalerweise auch dabei. Und die ganzen Bösewichte aus der Serie, die hat man natürlich hier auch. Da, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ne? Erschießt mich nicht, ich weiß nicht, wie die heißen. Da auch noch. So, genau. Und die können halt hier, hier innen drin gibt es einen Fahrstuhl. Der wird hiermit bedient. Da können die Autos also von dem PJ Masks hoch und runter fahren in die unterschiedlichen Etagen, weil jeder hat so seine Parketage, würde ich mal sagen. Und dann können die natürlich, wenn die hier oben sind, dann über die Rutsche bis da unten runterrutschen. Und dann hat man hier auch noch vorne so einen kleinen Teich oder sowas. Genau. Also ich muss sagen, als ich das zusammengebaut habe, das hat mich Nerven gekostet. Ich werde nie wieder sowas im Beisein der Kinder zusammenbauen. Also ich muss dazu sagen, ich bin da jetzt auch echt kein Talent, wenn es darum geht, solche Dinge zusammenzubauen. Bin ich wirklich nicht. Ich habe da nicht viel
Ahnung davon. Und ich musste halt manchmal nochmal 2 Schritte zurückgehen, also es nochmal auseinanderbauen, 2 Schritte zurück und nochmal anfangen, weil ich irgendwas falsch gemacht habe und dann halt Schritt 15 nicht mehr funktioniert hat. Also das hat mich wirklich ein bisschen Nerven gekostet. Ich war auch froh, als ich es dann endlich zusammen hatte. Vince hat aber mitbekommen, wie arg verzweifelt ich dabei war. Und deswegen behandelt er es ganz gut und versucht nicht irgendwie was zu zerstören, was ich dann wieder reparieren muss. genau, so sieht es aus. Es ist zum Glück auch nicht allzu groß. Das geht noch. Das steht einfach oben auf dem Kallax-Regal. Wie gesagt, die Autos habe ich vorhin mal zusammengesammelt. Da fehlt irgendwie der Gecko. Also wir hatten quasi ein Auto, war bei dem Hauptquartier dabei, von dem blauen, von Catboy. Und dann hatten wir noch ein Set, das seht ihr, wie gesagt, in einem Unpacking-Video mit nochmal den 3 Fahrzeugen. Also Catboy, Gecko und Eulette. Oh, ich bin gut, ne? Genau. Ein Sticker musst du dran glauben. Den hattest du ja irgendwie vorher in der Hand. Der war dann kaputt. Aber ansonsten, ja genau, haben wir alles aufgeklebt und zusammengebaut. Ich bin da sehr, 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 sehr stolz drauf. Und das ist, wie gesagt, das, was Vince bekommen hat. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also wenn die so eine Fernsehserie für sich entdeckt haben, das dann auch wirklich nachspielen zu können, finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, solange man es dann nicht übertreibt. Man kann ja dann auch, wenn es danach geht, komplett das Spielzeug, die Bettwäsche, die Klamotten, das Geschirr, den Rucksack, die Schuhe und ich weiß nicht, was davon kaufen. Also so übertrieben mache ich das nicht. Aber wenn Sie sich jetzt für eine Sache interessieren, finde ich es völlig in Ordnung, da mal ein Spielzeug, ein T-Shirt oder was weiß ich, davon dann zu schenken. Genau, beide Spielsachen habe ich vom Toys Fan Club zugeschickt bekommen. Beide Spielzeuge sind von Simba Toys. Und ich verlinke euch das gerne mal unten in der Infobox. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Auch den verlinke ich euch unten rein. Den könnt ihr jederzeit benutzen. Also der ist zeitlich nicht begrenzt. Also auch wenn ihr dann für Ostern shoppen wollt, dann benutzt den natürlich sehr, sehr gerne. Weil man damit schon einiges sparen kann. Den, wie gesagt, verlinke ich euch auch mit unten in der Infobox. Auch wie viel Prozent und dass das auf nicht reduzierte Artikel ist und wo ihr dann welchen Link ihr benutzen müsst, um bestellen zu können. Das, wie gesagt, könnt ihr alles unten lesen, wenn euch das interessiert. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!